ja jetzt alle so aufregen, dass der Martin Kraft die Leute hinters Licht geführt hat, dass er nicht nur den Omis ihre Sparbücher abgeluchst hat, sondern auch sich als Rechtsanwalt ausgegeben hat. Da muss man natürlich schon sagen, da hätte man besser hinschauen müssen, gell? Wie das jemand in diesem Internet so richtig geschrieben hat. Das sieht doch jeder, dass das der Schaffner ist und nicht der Rechtsanwalt. Ja, da kriegt der alte Karl Lauer von der Sparschweinkontrolle gleich eine besondere Note. Aber ich meine, wenn ich mich hinstelle und sage, hallo, ich bin der Robert, ich bin ein Rechtsanwalt und ein total anständiger Typ, bitte, liebe Omis, schickt mir eure Sparbücher, das sind doch die Omis auch irgendwie selber schuld, wenn sie mir ihre Sparbücher schicken, oder? Und noch was ist untergegangen, vergangene Woche. Die Maria Fekta, die hat ja nicht nur Italien beinahe in den Finanzmarktabgrund geredet, vergangene Woche auf ihre bekannt hoppertatschige Weise, da regt sich jetzt der Monty drüber rauf, aber naja, regt er sich halt auf, aber das weiß man ja jetzt auch schon, könnte er auch schon wissen, braucht er sich nicht so aufregen, das weiß ja jeder, dass die Fekta halt so daherredet und dass sie eigentlich nicht in der Lage ist, die Folgen ihrer Wortmeldungen abzuschätzen und zu kalkulieren. Nein, aber sie hat noch was anderes gesagt. Sie hat gesagt, und zwar bei einer Veranstaltung des Format, hat sie gesagt, ich bin doch der einzige Mann in der Regierung. Ja, die ist eine echte Schmalspur. Judith Butler, die Fekta, wie leichthändig sie da diesen Gender-Begriff auf den Punkt bringt. Also die gesellschaftlichen Geschlechteridentitäten, die nichts mit den biologischen Geschlechtern zu tun haben. Wenn sie sagt, sie sei der einzige Mann in der Regierung, dann tut sie das ja ganz offensichtlich auf Basis von Männlichkeitsattributen, die in ihrem Kopf herumspucken. Und was könnten das für Männlichkeitsattribute sein? Männer sind mutig. Scheuen keinen Konflikt. Männer sind brutal. Empathie oder Mitleid, das ist nichts für Männer. Männer fahren erstmal die Faust raus und denken später danach. Männer denken in Kategorien von Sieg und Niederlage. Der andere ist für Männer zunächst mal ein Rivale, den wir am liebsten sehen, wenn er im Staub liegt. Könnte ich jetzt natürlich sagen, ich bin der einzige Mann unter den Videobloggern. Aber ich könnte natürlich auch fragen, ob nicht gerade diese Attribute der Männlichkeit auch ein bisschen ein Problem sind. Vor allem aber, wenn das Männlichkeitsbild von der Frau Fekta ist, wie schaut dann eigentlich ihr Frauenbild aus? Was sind dann aber eigentlich für sie Attribute des Weiblichen? Weinerlichkeit, Feigheit, Schwäche, Schutzbedürftigkeit, übertriebene Empfindsamkeit? Oh Gott, ich will das besser gar nicht so genau wissen, was diese Frau unter männlich und unter weiblich versteht. Da kriegt man ja Depressionen, wenn man sich das nur vorstellt. Aber jetzt von unseren heimischen Komödien zur griechischen Tragödie und zu deren bisher letzten Akt, den Parlamentswahlen vom Sonntag. Jetzt hat also doch noch die konservative Nea Demokratia von Antonio Samaras die Nase vorn behalten. Ganz knapp. Ganz Europa hat den Griechen ja eingeredet, dass sie Samaras wählen müssten. Alles andere wäre ganz, ganz unverantwortlich. Und das ist schon paradox auch. Hat man doch mit genügend Recht gesagt, dass vor allem diese alte, korrupte Neodemokratie das Land in den Ruin geritten hat und dass Samaras bis zuletzt unverantwortlich gegambelt hat. Und dann sagt man ihnen, den müsst ihr jetzt wählen. Schon eine ziemlich unmögliche Wahlempfehlung. Und das Syriza-Bündnis des smarten, jungen Alexis Tsipras hat es ganz knapp nur nicht auf Platz 1 geschafft, aber das kann irgendwie auch nicht wirklich überraschen. Tsipras hatte natürlich viele Asse auf seiner Seite, er ist jung und unverbraucht und gefühlsmäßig haben wahrscheinlich ganz viele Griechen zu ihm tendiert. Aber sie haben sich dann doch halt auch ein wenig erschrocken. Sein populistischer Stil wirkte dann doch auch nicht immer so richtig verantwortungsbewusst. Syriza ist als linke, radikale Oppositionspartei groß geworden, aber um stärkste Partei zu werden, reicht das halt dann doch nicht aus. Noch dazu in einer solchen Situation, wo die Wähler wissen, für sie heißt es Rettung oder Weltuntergang gewissermaßen. Da schrecken dann natürlich manche vor Experimenten zurück und auch wieder mit Recht. Wer will denn schon sehenden Auges ein Erdbeben auslösen? Ich denke ja, Tsipras hätte nach der Wahl eine realistische linke Politik gemacht. Er hätte auch seiner eigenen Partei einiges zumuten müssen und er hätte vor allem eine Herkulesaufgabe zu stemmen gehabt, also die Herkulesaufgabe zu stemmen gehabt, eigentlich nämlich den modernen griechischen Staat erst aufzubauen. Übrigens, das kennen wir Linken aus der Geschichte zur Genüge, dass wir immer die Arbeit der anderen erledigen müssen. Das hätte er wohl geschafft, denke ich, wobei die Ausgangslage für ihn natürlich ganz schön schwer gewesen wäre als Anführer eines so losen bunten Bündnisses, das man erstmal zusammenhalten muss. Wenn es der Neodemokratie jetzt gelingt, mit der PASOK gemeinsam eine Regierung zu bilden, gibt es dann
wenigstens mal wieder eine Regierung in Griechenland, die sich auf eine, wenngleich auch hauchdünne, Mehrheit im Parlament stützen kann. Dann werden die Märkte morgen aufatmen, aber übermorgen ist alles wieder wie gehabt. Da brauchen wir uns gar nichts vormachen. Und damit sind wir bei der eigentlichen Frage, ob der Euro überlebt, ob er die nächsten 3 Monate überlebt. Entscheidet sich ohnehin nicht am kleinen Griechenland. Sie entscheidet sich letztlich auch nicht in Spanien oder in Italien. Entscheidend ist, ob die europäischen Eliten, die tonangebenden konservativen Staats- und Regierungschefs, die in den letzten Jahren alles falsch gemacht haben, ob die endlich begreifen, dass alles, was sie bisher sich zur Euro-Rettung ausgedacht haben, nicht funktioniert, weil es wohl auch nicht funktionieren kann. Weil es nicht funktionieren kann, dass 17 völlig unterschiedliche Länder eine gemeinsame Währung haben, aber ansonsten nationale Finanzpolitik, nationale Staatsanleihen ausgeben, ein nationales Bankwesen haben und so weiter. Das muss man endlich begreifen und man muss vor allem endlich aufhören, damit diese Krise zu moralisieren. So in dem Sinn, die reichen Deutschen und die reichen oder ordentlich arbeitenden Österreich zahlen für die Griechen, die sich schlampert verhalten haben. Solche moralisierenden Geschichten, sie helfen uns nicht nur nicht weiter, sie sind auch grundfalsch und führen uns in die Irre. Weil Beispiel, wenn wir jetzt eine Bankenunion einführen, dass es also nicht mehr nur nationale Bankenaufsichten gibt und nationale Einlagensicherungssysteme, die dann im Fall eines Staatsbankrotts ohnehin nicht mehr funktionieren, sondern eine europäische Bankenaufsicht, eine gesamteuropäische Einlagensicherung, sodass es dann im strengen Sinn gar keine griechischen oder deutschen Banken mehr gibt, sondern nur mehr europäische Banken. Dann ist es nicht so, dass die Deutschen für die Griechen zahlen, sondern es ist so, dass wir alle gemeinsam etwas gewinnen. Dann gewinnen wir alle gemeinsam an Stabilität. Und dann ist es ja eben nicht mehr so, dass die Deutschen für die Griechen haften, sondern es ist einfach eine gesamteuropäische, eine europäische Angelegenheit. Dasselbe gilt beispielsweise, wenn wir Eurobonds einführen. Dann haben wir gesamteuropäische Staatsanleihen in einem Wirtschaftsraum, dessen Schuldenstand deutlich niedriger ist als der der USA oder zum Beispiel Japans. Und zwar deutlich niedriger. Das muss man ja endlich mal sagen und das muss man auch endlich begreifen. Wir haben eine angebliche Staatsschuldenkrise in Europa, aber in Europa sind die Staatsschuldenstände in Wirklichkeit viel niedriger als anderswo. Aber was heißt denn das? Das heißt ja dann, dass die Krise eben nichts mit den Staatsschuldenständen zu tun hat oder jedenfalls nicht sehr viel, aber viel mehr mit der Fehlkonstruktion der Eurozone als solche. Die entscheidende Frage wird sein, ob wir diese Fehlkonstruktionen wegkriegen, die Europa in den vergangenen Jahren zur Geisel der Finanzmärkte gemacht haben und ob wir die in verdammt kurzer Zeit wegkriegen. Also im Wesentlichen sagen wir über den Sommer bis in den Herbst hinein längst. Und ob man das wirklich annehmen kann, etwa mit Angela Merkel als deutsche Regierungschefin, die in den vergangenen Jahren bewiesen hat, dass sie alles falsch macht, dass sie nicht jenes Leadership hat, das man braucht, um das Notwendige durchzuführen, trotz Skepsis in der eigenen politischen Öffentlichkeit daheim. Und natürlich, ich verstehe schon die Merkel. Sie traut sich nicht gegen die Phalanx aus neoliberalen Ökonomen und weite Teile der sehr einseitigen deutschen Öffentlichkeit, angefangen bei dieser aggressiv-chauvinistischen Bild-Zeitung, da traut sie sich nicht, weil sie sich ja denkt, ja, aber ich muss ja vor allem wiedergewählt werden und da muss ich mich anpassen an die Stimmung daheim. Aber ich verstehe sie schon auch nicht, denn es soll ja schon mal Regierungschefs gegeben haben, die sich gedacht haben, was sind die historischen Notwendigkeiten? Wie setze ich die trotz Gegenwind durch? Ja, und die auch ein bisschen auf die künftigen Geschichtsbücher geschielt haben und sich überlegt haben, ob sie in denen vermerkt sein wollen als der oder die, die Europa ruiniert und verspielt haben oder als die, die Europa weitergebracht haben. Aber Merkel ist dafür offenbar eine viel zu kleine, viel zu mediokre Figur. Und das ist das eigentliche europäische Drama. Und die entscheidende Frage ist, ob sie über ihren Schatten springen kann. Und vielleicht schafft sie es ja an dem Punkt, an dem sie eh praktisch keine andere Wahl mehr hat. Und der kommt bald, vielleicht schon morgen, dieser Lehmann-Moment für Europa. Lehmann-Moment in dem Sinn, dieser Augenblick, in dem keine Zeit mehr ist für Spielchen, wie damals, als Lehman Brothers kollabierte. Wird Merkel dann wenigstens aufwachen? Und ja, natürlich wären auch progressive Politiker, die begreifen, welche Stunde geschlagen hat in einer etwas absurden und paradoxen Situation. Sie wüssten, es braucht jetzt einfach so etwas wie die Vereinigten Staaten
von Europa, wenn man gerade für die normalen, einfachen Leute wieder Stabilität und Sicherheit schaffen will. Aber dieses Mehr an Europa ist gerade unter diesen Leuten, unter ihren Wählern absolut nicht populär. Gebe ich schon zu, ist eine verdammt vertrackte Situation. Aber so ist sie nun einmal, die Situation. Und damit ist auch klar, es gibt keine Alternative dazu. Man muss jetzt mit Entschiedenheit das Richtige tun und auch in einem Kraftakt versuchen, die Bürger davon zu überzeugen, auf sie einreden, argumentieren, ernsthaft mit ihnen reden. Und ich bin überzeugt, das geht. Und außerdem, einen einfacheren Weg gibt es eh nicht.